Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte von Sternenhimmel. Es gibt dort ein Königreich. Es gab viele Lügen und Ungerechtigkeiten. Aber das ist jetzt alles in Ordnung. Der König bekommt gerade Unterstützungen von Nachbarsländern. Der König und die Königin geht es nicht so gut. Es fehlt die Sicherheit und Stabilität im Land. Und besonders die Königin fühlt sich gerade krank. Der königliche Arzt ist unterwegs. Er kommt bald. Der hübsche Prinz ist immer noch im Rückzug und die schöne Prinzessin wartet auf eine Nachricht. Ich verrate euch ein Geheimnis. Diese Nachricht kommt bald. Sie weiß das noch nicht. Das soll unter uns bleiben. Psst, bitte nicht weiter erzählen. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Heute ist Halbmond, exakt um 10 Uhr 46 Minuten. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond steht in Spannung und diese Spannung fühlen wir auch. Es fehlt die Erde-Element. Es fehlt die Sicherheit, es fehlt die Stabilität, das kränkt uns auch und wir brauchen Heilung. Das, was ich in Geschichte auch erzählt habe, der König und die Königin geht es nicht besonders gut und die Königin braucht auch Heilung. Der hübsche Prinz ist gerade im Rückzug. Mars und Merkur befindet sich im Krebs nach indischen Berechnung. Und das ist die Neigung gerade zurückziehen oder zu Hause sein oder um die familiäre Angelegenheit kümmern. Es kommt aber bald eine Nachricht, Venus bewegt sich noch im Stier, im Grenzbereich und übergeht im Zwillingen und dann kommen die Kontakte, Kommunikation, Nachricht ist zum Erwarten. Die rechtliche Lage verbessert sich. Jupiter entfernt sich von dieser Spannungsverbindung zum Neptun und Jupiter bekommt Unterstützung von einem rückläufigen Saturn und Saturn steht zum Neptun, eine gute Verbindung. Das heißt, hier Vergangenheit, Missverständnisse, Lügen, Intrigen, all das wird jetzt in Ordnung gebracht und das ist die Saturn-Energie. Und das war die astrologische Hintergrundinformation für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.